Moin und hallo zum nächsten Part Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer und zum vierten Teil der Auswertung meiner Umfrage. Ja, wir sind fast am Ende. Wir haben, glaube ich, nur noch 7 Stück zum Auswerten. Und das wird der letzte Part sein, denke ich, der Auswertung. Danach kommt noch ein fünfter Teil. Das wird dann das Fazitvideo sein und die Bekanntgabe, was ich denn weitermachen werde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an wieder. Eine Ja-Stimme für den LS15 gab es, für das zweite LS15-Projekt. Welche Games soll ich sonst noch let's playen? Den ETS2 wieder. Was habe ich dann als nächstes? Was soll an meinem Kanal geändert werden? Was soll so bleiben? Top, Kanal, Hut ab, alles bestens. Und dann haben wir als sonstige Anregungen weiter so, besonders Lukas gefällt mir. Ja, zu der Ja-Stimme, es ist alles klar, zu ETS2 ist klar. Top-Kanal, Hut ab, alles bestens, da kann ich sagen, Dankeschön für den netten Kommentar. Freue mich immer über solche netten und lieben Kommentare in den YouTube-Kommentaren oder in Facebook oder sonst wo. Freue ich mich richtig darüber. Dankeschön nochmal. Und weiter so, besonders Lukas gefällt mir. Ja, mir macht das auch richtig Spaß, mit Lukas aufzunehmen. Er ist ein richtig cooler Aufnahmepartner, sage ich mal, mit dem kann man eigentlich fast alles reden, sage ich jetzt mal so. Auch nochmal ein Dankeschön an dich, wenn du ihn so magst. Ich werde es natürlich ausrichten, wenn er das Video schauen sollte, wird das ja natürlich selber erfahren. Aber ja, ich muss sagen, mit Lukas nehme ich gerne auf, mit dem kann man viel Spaß haben. Ja, mit dem kann man über ein LS reden, mit dem kann man auch über die normale Landwirtschaft reden. Finde ich richtig gut, muss ich sagen. Und ja, dann machen wir weiter. Der nächste Kommentar ist, soll es ein zweites LS15-Projekt geben? Da gab es eine Ja-Stimme. Welche Games soll ich sonst auch let's playen? Far Cry 4. Was soll an meinem Kanal geändert werden? Was soll so bleiben? Wenn es geht, jeden Tag 2 bis 3 Videos, muss aber nicht sein. Und mach weiter so, als sonstige Anregung. Ja, die Ja-Stimme ist bekannt. Zu Far Cry 4, ich habe mir Far Cry 4 Let's Plays angeschaut von mehreren YouTubern, zum Beispiel Sinis, habe ich mir das Projekt angeguckt, hat mir sehr gefallen. Ich hätte es mir eigentlich da schon kaufen sollen, Far Cry 4, und es selber Let's Playen können. Jetzt finde ich es doof, das Let's Play zu starten, weil das Spiel schon wieder fast zu alt ist, um ein gutes Let's Play davon zu machen. Klar, jetzt könnte jeder sich das Spiel fast holen, ob billig bei Steam oder bei MMOGA oder sonst wo. Es wäre halt, ja, bisschen früher, dann wäre das Projekt noch interessant gewesen und das Let's Play und das Spiel auch noch neuer, dann würden es auch mehr Leute gucken und so. Finde ich es einfach, vielleicht, ich weiß nicht, wie viele YouTuber das gemacht haben, aber ich finde ein bisschen, der Markt ist schon ein bisschen überschwemmt mit Far Cry 4 und darum würde ich sagen, ja, Far Cry 4 eher nicht. Würde ich mal sagen. Aber schön, dass das auch mal ein anderes Spiel außer ETS und Need for Speed reinkommt oder ja, ATS. Ist mal schön, wenn mal Abwechslungen wie Far Cry 4 oder Fallout 4, Black Ops 3 oder sowas reinkommen. Ja, wenn es geht, jeden Tag 2 bis 3 Videos, muss aber nicht sein. Ja, Problem ist, ich hätte richtig Bock auf 2 bis 3 Videos jeden Tag am Tag. Das hätte ich richtig Lust und Laune zu, würde ich auch gerne aufnehmen. Problem ist, ich habe nur eine 6000er Leitung und ich bin froh, wenn ich jeden Tag meine Videos, jeden Tag ein Video hochladen kann. Also, dass am Montag, Dienstag bis Sonntag jeden Tag ein Video kommt. Da bin ich richtig glücklich so, dass ich das so hinbekomme, dass das klappt. Mit 2 bis 3 Videos muss ich schauen, eher nicht. Wenn es kleine Infos-Videos sind, dann geht das auf jeden Fall. Ich denke, vielleicht wird es das Samstag-Projekt, da will ich ja OMSI vielleicht bringen und ein bisschen Bausimulator, aber das werdet ihr im Fazit hören. Da werde ich vielleicht mal einen Tag vielleicht 2 Videos bringen, aber das weiß ich noch nicht, weil ich weiß noch nicht, wann ATS kommt und ob er verschoben wird. Need for Speed ist auch noch nicht kein richtiger Veröffentlichungsdatum bekannt. Und mach weiter so, ja, werde ich natürlich machen, in einer neuen Form werde ich das natürlich machen. Dann der nächste Kommentar, eine Nein-Stimme für das zweite LS15-Projekt, einen ETS2 und ein Need for Speed wird sich gewünscht. Was soll an meinem Kanal geändert werden, was soll bleiben? Das OGF-Projekt soll bleiben.
Mach eine lustige Abwechslung aus ETS2 und LS15 und vielleicht ein paar Shooter oder Racing Games und vielleicht jeden Tag Videos bringen. Vielleicht könntest du mal was mit größeren YouTubern machen. Ja, die Spiele sind klar. Das OGF-Projekt bleibt natürlich, wie schon in den ganzen anderen Auswertungsvideos gesagt, das OGF-Projekt bleibt auf jeden Fall. Da habe ich richtig Lust zu. Das macht mir richtig Spaß auch. Das ist richtig lustig mit anderen Leuten dazu. Und ja, mach eine lustige Abwechslung. Das habe ich vor auf meinem Kanal, dass ich eine lustige, gute Abwechslung aus LS15, ETS2, ATS, Shooter Games, vielleicht ein paar Racing Games wie Formel 1, Need for Speed zu machen. Und jeden Tag Videos, das kann ich so ankündigen. Jeden Tag Videos werden auf jeden Fall kommen. Nicht so, dass es dann von Montag bis Freitag immer ist. Vielleicht Samstag eine Mod-Vorstellung. Das glaube ich wird eher nicht kommen. Also ich denke, das wird jeden Tag eine Folge kommen. Also von Montag bis Sonntag werden Projekte kommen. Und ja, was hat er sonst noch geschrieben? Vielleicht könntest du was mit größeren YouTubern machen. Ja, das habe ich schon in einem anderen Kommentar gesagt. Es ist schwierig halt mit anderen YouTubern was zu machen, weil ja, es gibt YouTuber, die LS15 zocken und Let's Playen, das ist klare Sache. Es ist halt schwierig, an die YouTuber dran zu kommen. Wenn ich an einen YouTuber rankomme, werdet ihr es natürlich erfahren und das würde, boah, wenn ich an einen rankäme, das wäre halt richtig, richtig geil, weil es vereinfacht halt das Ganze. Man erfährt irgendwas von anderen YouTubern, man kann Infos reinholen, man gewinnt Abos, man wird bekannter, man kann Spaß haben mit anderen, man tauscht sich aus und etc. etc. Ihr wisst es, das habe ich in ein paar Kommentare schon vorher beantwortet. Also wenn ich einen YouTuber finde, gerne werde ich es aber euch verkünden und wenn ihr einen kennt, der einen LS-Partner sucht oder einen ETS-Partner sucht, schreibt ihn unten in die Kommentare oder lasst mir irgendwie ein paar Kontaktdaten da, dass ich ihn irgendwie erreichen kann und ihm schreiben kann, vielleicht und dass ich mit ihm dann in Kontakt treten kann. Oh, dann haben wir eine Nein-Stimme für den LS15. Dann haben wir. Welche Games soll ich sonst noch Let's Play? Need for Speed, Fallout 4 und kauf dir ne PS4. Okay, was soll an meinem Kanal geändert werden? Was soll so bleiben? Mehr Spaß bitte. Und sonstige Anregungen, nichts. Ja, Fallout 4 habe ich ja schon beantwortet. Da gab es ja in LS habe ich die Aufrufzahlen zwischen 40 und 50, 30 bis 50, sage ich jetzt mal. Und Fallout 4 war halt so eine, ja, 20 bis 25 Aufrufe hatte ich. Das hat mir mega Spaß gemacht, das Let's Play. Hätte ich auch gerne weitergeführt. Bloß Problem ist, wenn es die Aufrufe nicht erreicht und nicht die Likes erreicht, eher Dislikes bekommt, finde ich, muss ich solche Spiele nicht weitermachen, wenn es dann andere Spiele besser können. Und dann mache ich leichter mit dem LS weiter oder mit dem ETS weiter, bevor ich irgendein Spiel mich durchquäle, 100 Parts und ich nur Aufrufzahlen von 10 bis 25, 30 bekomme und nicht genügend, weil dann mache ich das Projekt eigentlich für mich und für ein paar andere Leute, aber sonst ist es eigentlich, ja, wäre das dumm, wenn ich irgendein Projekt so durchziehe, wenn es keinen interessiert. Mehr Spaß bitte, habe ich schon beantwortet, wird natürlich kommen. Ich versuche es, klar, in letzter Zeit ist es sehr ernst geworden, vom November bis Dezember ist es sehr ernst geworden, sehr themenbezogen auch manchmal. Es wird sich jetzt lösen, ich versuche es schon zu lösen, also eher keine Themen mehr zu suchen, eher querfeldein zu reden. Klar, wenn mal wieder was Wichtiges im LS ist, werde ich das natürlich ansprechen oder Wichtiges, was in der Landwirtschaft ist oder sowas, wäre ich es natürlich, oder Mod, das werde ich noch immer machen. Da wird es dann auch wieder so ein paar kleine Themen geben, wenn es sowas sein sollte. Aber sonst, wenn es keine Themen gibt, werde ich das themenlos machen. Also wir starten in der Aufnahme, labern irgendwas dahin und fertig Banane aus und daraus entwickeln sich Themen. Das hat man in den letzten Parts vom LS Gold oder im LS 15 OGF Bayern sehr gut gesehen. Mit Lukas haben wir mal im OGF, das war Gold Addon Part, haben wir mal drei Themen durchgekaut. Wir haben, glaube ich, mit Mods oder so, mit Felderkaufen angefangen. Dann sind wir zur Pacht gekommen und zum Schluss sind wir irgendwo bei Biogas gelandet. Also der Part war richtig genial. Wir haben also drei Themen durchjongliert, wo man eigentlich auf drei Parts aufziehen konnte. Aber ja, hat Spaß gemacht, der Part. Und ja, das war eigentlich so ein cooles Let's Play, weil wir halt richtig viel durchgezogen haben. Und ja. Dann kommen wir zum nächsten Kommentar, zum vorletzten Kommentar. Eine Nein-Stimme. Der ETS 2 wird sich gewünscht und OMSI 2 wird sich gewünscht. Oh, okay.
Und ja, OMSI 2 wäre geil. Und OMSI wäre jetzt geil. Und sonst mach weiter so. Ja, nee, das ist der zweitletzte Kommentar. Ich habe einen übersprungen. Ja, was kann ich dazu sagen? OMSI 2, vielleicht wird es kommen. Ich hoffe, dass ich das Clubback-Addon von jemandem bekomme. Dann wird es ein OMSI 2-Video auf jeden Fall geben. Da werde ich dann ein paar Linien vom Clubback-Addon fahren. Vielleicht fahre ich auch noch das X10 Berlin-Addon, weil da hätte ich auch noch richtig Bock zu, weil das Addon ist richtig groß und gut geworden, muss ich sagen. Das teste ich schon seit längerer Zeit jetzt. Und das finde ich richtig geil gemacht eigentlich. Und da hätte ich auch richtig Bock wieder zu fahren. Und ja, dann haben wir. Mach weiter so. Ja, mache ich auf jeden Fall, werde ich tun. Und ja, dann haben wir den vorletzten Kommentar. Eine Nein-Stimme für den LS15. Dann haben wir ETS2, ATS und Need for Speed als gewünschte Games. Andere Spiele wären toll, eine Mischung aus allen Simulatoren. Ansonsten ist alles gut so. Das kam bei was soll an meinem Kanal geändert werden, was soll so bleiben. Und sonstige Anregungen. Tamina könnte ja in anderen Spielen mitmachen, wenn sie sich in LS nicht so gut auskennt. Gut. Andere Spiele wären toll. Eine Mischung aus allen Simulatoren. Das wird auf jeden Fall kommen. Es wird jetzt nicht nur noch auf meinem Kanal LS, LS, LS und bis aus allen Ecken LS kommen auf meinem Kanal. Am Anfang war es halt ein sehr einfaches Spiel, das zu machen. ETS kam da nicht so gut an. Jetzt kommt ETS viel besser an. Und deswegen werde ich auch ETS spielen mit anderen Leuten, mit Lukas, mit Fabi, mit Tamina, etc. etc. Die halt ETS haben. Konvois werden kommen. Vielleicht komme ich mal mit anderen YouTubern in den Konvois. Das würde ja mir noch mehr Spaß machen. Ja. Andere Spiele. Ja, Shooter Games werden kommen, wie schon in ein paar Kommentaren zuvor beantwortet. Tamina könnte ja in anderen Spielen mitmachen, das macht sie so. ETS spielt sie auch gerne, ich zwinge sie nie, damit, dass sie in LS15 mitspielt. Ich frage sie ganz lieb und nett, möchtest du mitmachen? Und sagt sie, ja, ich habe Lust oder nein, ich habe keine Lust. Es kam schon vor, dass sie gesagt hat, nein, ich habe keine Lust drauf. Oder es gibt auch Tage, ja, ich habe Lust, sie macht mit. Ja. Mein Gott, aber ich erkläre sie einfach so gut wie es geht und sie findet ihre Sachen, sie macht sich gut im LS, obwohl sie nie LS gespielt hat. Den spielt sie jetzt seit Juli, glaube ich, seit dem Community-Server spielt sie LS und ich muss sagen, Tamina macht das richtig geil. Sie hat es hinbekommen, sie lernt viele Sachen, sie lernt schnell, sagen wir es mal so, sie bekommt es hin, sie weiß, wo die Sachen hingehören, sie weiß, die arbeiten und ja. Mir macht Spaß, mit ihr aufzunehmen. Klar, die Themen sind ein bisschen schwierig, weil sie sich nicht in der Landwirtschaft auskennt, aber sonst so normale Themen kann man mit ihr wunderbar kommentieren, wunderbar. Und sie wird auch in anderen Let's Plays drankommen, in ETS, oder sie wird auch vielleicht mal in einem Shooter-Game dabei sein, weil Shooter-Game hat sie ja eher mal. Und ja, dann haben wir den letzten Kommentar, eine Nein-Stimme von LS15, Need for Speed als anderes Game und was soll an meinem Kanal geändert werden, was soll bleiben? Kanal sollte schnellstmöglich gelöscht werden. Ja, okay, und dann haben wir noch, was hat er noch geschrieben? Als sonstige Anregung, Kanal sollte gelöscht werden. Das wieder und du bist scheiße, kam da noch hinten hin. Okay, das ist ein schöner letzter Kommentar. Da kann ich wieder mal drüber lachen, da kann ich bloß sagen, liebe Hater, lasst mich einfach mal in Frieden, lasst mein Ding machen. Wenn ihr meint, mich hier jetzt mit kaputt zu machen müssen oder meinen Kanal kaputt zu machen müssen oder ein Dislike da zu lassen oder dumme Kommentare reinzuschreiben oder mich irgendwie dumm auf Facebook anzuschreiben zu müssen oder irgendwelche D-Abos, macht das. Wenn es euch so viel Spaß macht und euch so viel bringt, dann macht das. Bitte, komm, los. Aber ich finde es halt einfach traurig, wenn die Community einfach solche Affen dabei hat, wie diese, wo jetzt sowas reinschreiben, verkneift es doch euch einfach. Oder schreibt mir eine Privatnachricht und schreibt mir das, aber schreibt es doch nicht in Umfragen, wo es so oder so öffentlicher wird. Aber das Ding ist, sie wollen es ja öffentlich, damit sie cool dastehen. Und das finde ich einfach lächerlich, wie die das machen. Und ja, ich kann da bloß sagen, lass mich in Frieden. Und ja, ich würde sagen, ja. Das war's auch zu meiner Auswertung. Das war der letzte Kommentar. Ein leider sehr trauriger Kommentar, aber
Ja, ich sage mal Dankeschön an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die an meiner Umfrage teilgenommen haben. Im nächsten Part wird ein Fazitvideo kommen oder ein Planungsvideo, was so in den nächsten Monaten und Jahren ablaufen wird auf meinem Kanal. Sagen wir mal Wochen, Monaten ist besser gesagt. Jahren, es wäre zu weit geguckt. Und ja, ich kann bloß sagen, nochmal ein herzliches Dankeschön, tausend Dank an euch, dass ihr teilgenommen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im anderen Let's Play wieder. Tschüss, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Tschüss.